Hallo meine Lieben. Ja, herzlich willkommen hier bei Mike MX5, auch wenn ich kein MX5 mehr habe. Heute mal ein bisschen off-topic. Ihr seht gerade, ist nicht mein Bus, aber von einem aus unserer Gruppe. Und guck mal, was da hinten auf dem Hänger steht, Leute. Und ich muss sagen, ich krieg gerade mega Bock auf den Golf 2. Ja, eine Moderation war zwar am Golf 2 für das Video, aber man kann es vielleicht schon ein bisschen erkennen. Die Verkleidung geht nämlich nachher auch noch runter. Und geht jetzt weiter am Synchro. Und ich habe mich mal dazu ich zeig's euch. Ich habe mich das endlich mal überwunden. So. Zum einen ist mir jetzt aufgefallen, da fehlt was. Da gehen Schläuche ins Irgendwo nirgendwo. Aber ich habe mich auch entschieden, dass natürlich hier sämtliche Schläuche neu kommen. Gaszug ist neu bestellt und wie ihr gerade seht, lösen wir gerade den Ventildeckel. Und dann mal gucken, wie weit wir das auseinandergepflückt kriegen, um im Endeffekt vielleicht den Zylinderkopf runterzukriegen oder runterzunehmen. Auf jeden Fall will ich jetzt wissen, warum die Nockenwelle festsitzt. Erstaunlicherweise lassen sich die Schrauben sogar sehr gut lösen. Und ich muss gerade feststellen, hier Unterdruckdose, die ist noch dran. Aber was... Nee, die ist auch noch da. Also hier sind doch einige Sachen noch dran, aber ich denke mal, die kann man so wie sie sind wahrscheinlich mehr oder weniger salopp gesagt wegschmeißen, weil sie einfach zu alt und durch sind. Genau. Die Einspritzdüsen, muss ich mal gucken, ob ich sie überholen lasse oder ob ich sie einfach direkt gegen 155 Bar tausche. Das müssen die 130er sein. Und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall geht jetzt erstmal hier hinten weiter das Ding mal auseinandernehmen. So, da liegt schon mal was. Und zwar habe ich einmal das Schloss für die Serviceklappe ausgebaut. Und siehe da, in dem Wasserbehälter ist sogar tatsächlich noch Wasser drin. Öl gucke ich jetzt auch nicht nach. Aber hier sind wir jetzt an der letzten Schraube. Und dann können wir gleich gucken, ob der abgeht. Und wenn der abgeht, kann man den eigentlich schon direkt schleifen, grundieren und neu lackieren. Ja, und irgendwo da unten liegt ein Bit. Das ist also eine Mutter mit einem Holzschutzbit drin. So, dann gucken wir mal. Und darunter ist ein Öl-Schweiblech. So. Ist das festgeschraubt oder nicht? Nein, das ist nicht festgeschraubt. Hey, look at this. Look at this. Ja, Ölschlamm. Genau, können wir einmal gerade von innen gucken. So. Das nehmen wir mal hin. So, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Leute, aber viel Ölschlamm, das kann man gut erkennen, hier zumindest auf dem Bock drauf, aber erstaunlich wenig Rost, also, scheiße, viel Zahn, Kopf kann ich gar nicht runternehmen. Ich habe nämlich keinen 50er Vielzahn hier. Scheiße. Aber im Großen und Ganzen sieht das eigentlich recht gut aus hier oben. Zumindest hier oben. Was da unten ist, das wird sich zeigen. Also das heißt gleich erstmal den Deckel wieder drauf, damit hier nicht zu viel Feuchtigkeit reinkommt. Aber ich glaube, ich werde jetzt trotzdem mal versuchen, die Nockenwelle zu drehen und gucken, was sie macht. Noch grün? Was ist das denn? Lässt sich doch bewegen. Ey. Nein, nein, nein. Aber ich muss mir das mal in Ruhe angucken. Das sieht für mich doch so aus, dass die eingelaufen ist. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich die Abstände messe. Aber das muss alles auseinandergenommen und sauber gemacht werden. Also eine gute Nachricht habe ich zumindest schon mal. Hier oben lässt sich doch drehen. Auch wenn ich es gedacht hätte, dass sie fest ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Der Ventildeckel an sich kann es eigentlich nicht sein. Aber den Motor kann man unter Umständen retten. Die Frage ist halt wirklich, wie sieht es da unten aus? Wie sieht es im Kopf aus? Wie sehen die Ventile aus? Und wie sehen die Zylinder und Zylinderlaufbahnen aus? Ölfass. Nee, das ist der Dieselfilter. Sieht aber aus wie ein Ölfass.
Dann hat er auch fast die gleiche Funktion. So, da ist der Tank. Ja, also wenn man sich jetzt mal hier anguckt, jetzt weiß man, warum der Motor oder zumindest das Getriebe raus muss, wenn man hier was dran machen will. Jetzt ist mir noch eins aufgefallen. Ich habe leider den Zündschlüssel nicht mit von dem Bus. Sonst hätte ich einfach mal aus Jux und Dollerei versucht, ob die Elektronik funktioniert. Aber das wird beim nächsten Mal der Fall sein. Also auf jeden Fall kann man hier schon mal einen Haken dran machen. Die Nockenwelle lässt sich doch drehen. Also heißt das jetzt Ventildeckel drauf, damit das hier nicht weiter schlimm wird. Ich glaube, hier kann man es erkennen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ich würde sagen, die Nockenwelle ist eingelaufen. Ist jetzt hier nichts sauber gemacht. Ne? Also es ist nichts geschönt. Wir haben den gerade runtergenommen. Ich sehe jetzt selber auch zum ersten Mal die Nocke. Aber ich würde fast vermuten, dass die eingelaufen ist. So. Ventildeckel, beziehungsweise Nockenwelle hatte ich euch ja gezeigt. Stoßstange hinten habe ich jetzt einmal abgenommen. Zum Hämmern an der Karosserie, Sonntag nicht gut geeignet. Dementsprechend lassen wir das. Vorne die Stoßstange ist auch runter. Hier sieht es gut aus. Und hier hat er mal leicht eingekriegt. Das sieht man hier, dass er hier hochgebogen ist und hier reingebogen ist. Und ich vermute mal, dass hier wahrscheinlich auch unter Umständen die Tür den Klatsch weggekriegt hat. Das steht also mit als nächstes an. Die Tür ausbauen. Beziehungsweise, ja doch, hier. Das muss auch alles neu. Das muss alles neu. So. Also man sieht schon hier, wie stark die hängt. Anhand des Verzuges zwischen Tür und Seitenblech. Aber das ist eines der Projekte für die nächste Zeit. Genau, Griffe kommen raus. Die werden angepasst. Hier muss ich dran. Genauso hier. Also es ist auf jeden Fall einiges, wo Arbeit dran ist. Und ja, was mir immer noch am meisten wehtut, ist einfach, dass ich diese Patina nicht erhalten kann. Aber auf der anderen Seite wird es dann ein Bus, der definitiv wieder 20 Jahre auf die Straße und ins Gelände kann. So, jetzt haben wir einmal die Verkleidung abgemacht. Und wenn ich hier oben reingucke, der Scheibenrahmen, der sieht von innen... Okay, hier doch. Nee, hey, das ist nur... Spaß. Ey, die sieht ja besser aus, als ich gedacht habe. Die sieht echt besser aus, als ich gedacht habe. Auch hier innen. Das muss man alles mal richtig sauber machen. Aber das sieht echt so aus, dass wir nur hier die Ecke bearbeiten müssen und das hier. Das scheint alles zu sein, was an der Heckklappe fällig ist. Ausgebeult müsste man sie kriegen. Was ist hier das? Ich versuche das sogar gerade mal. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt gesehen, ich war wieder ein bisschen am Synchro. Die Nockenwelle dreht, Gott sei Dank. Das heißt jetzt demnächst tatsächlich Kopf runter. Ich hoffe, dass ich jetzt zum Wochenende hin die Vielzahn und für die Einspritzdüsen die Nuss bekomme, dass ich die Sachen runter und rausnehmen kann und dann mal gucken, wie das aussieht. Ich habe schon gesagt, sollte es sein, dass der Kopf in Ordnung ist und die Zylinder vernünftig aussehen, die Kolben vernünftig aussehen sollten, werde ich wahrscheinlich tatsächlich den Versuch auf Exempel machen. Kurbelwelle auf OT, Nockenwelle auf OT, neue Einspritzdüsen rein, Dieselpumpe drauf, Zahnriemen drauf, losfeuern, gucken, ob er startet. Das wird sich aber tatsächlich erst zeigen, wenn der Kopf runter ist, wie es da drunter, also wie die Brennräume aussehen. Natürlich wird das alles dann entsprechend gereinigt. Das heißt, ich muss jetzt in der Garage meine Arbeitsfläche mal freiräumen, dass ich den Kopf da drauf packen kann und den entsprechend zerlegen kann, falls notwendig oder halt, ja, gucken, wie es aussieht. Sollte der Motor laufen, kommt eine Motorspülung erstmal rein. Also ich lasse Öl ab, natürlich, mache neues Öl rein. Wenn er läuft, jage ich nochmal eine Spülung rein, lasse den mit der Spülung laufen, dass er innen sauber ist. Und dann ja, geht's dran, Turbo etc. für den Fall, dass alles so läuft, wie ich es gerade beschrieben habe. Sollten Kolbenzylinder nicht in Ordnung sein, heißt es natürlich Motorblock raus, zum Hohen, zum entsprechend Aufspindeln etc., dass der vernünftig gemacht wird, vernünftig gereinigt wird. Und ja, morgen kommt, also laut Paketankündigung, kommt morgen das nächste Paket mit weiteren Teilen für die Bremse vorne vom Synchro.
Genau, morgen kommen auch die 15 Zoll Felgen, die ich kriege. Und ja, dann mal schauen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall werde ich noch für den Innenraum weitere Teile suchen müssen. Und ja, bin einfach gespannt. Ich hoffe, dass der Motor so weit in Ordnung ist, dass ich wirklich Zahnriemen oder Pumpe drauf machen kann und das Ding läuft. Das wäre, sag ich mal, der absolute Idealfall. Parallel dazu muss ich gucken, Getriebeöl, Differentialöl, erstmal gucken, wie das aussieht, wenn ich die Sachen sauber gemacht habe. Und dann, ja, hoffe ich, dass es jetzt nächste, ja, übernächste Woche ein bisschen mehr Content auch gibt im Hinblick auf Motor, im Hinblick vielleicht auf schon mal die ersten Teile an der Vorderachse tauschen. Da bin ich im Moment dabei, mich mit einem abzusprechen, der für seinen Bus auch Buchsen etc. bestellen will, dass wir da eine zusammen eine Bestellung machen. Dass es da einfach weitergeht, dass ich die Achsen überholen kann, dass ich die, ja, Getriebe, Motor muss wahrscheinlich alles raus und dann einfach gucken, wie es aussieht. Dann hoffe ich, dass es Richtung Mai mit der Karosse auch weitergehen kann, dass ich da endlich mal anfangen kann zu schweißen. Auf jeden Fall, ja, ich denke mal, die Felgen werde ich euch noch zeigen, wenn die morgen kommen, vielleicht auch das Paket, was noch kommt, und dann habt ihr auch wieder ein schönes Video hier auf dem Kanal bekommen. Ich war vorhin auf dem Weg zur Arbeit. DHL zeigte mir in der App noch, ich glaube, 9 oder 10 Stops an. Und durch Zufall beim Rausfahren aus der Siedlung habe ich noch den DHL-Boten abpassen können. Und ja, den Karton, wo ich jetzt vermute, dass die Kühlflüssigkeit drin ist, den habe ich jetzt erstmal im Auto gelassen. Die anderen beiden werde ich jetzt gleich einmal öffnen und gucken, was in den beiden drin ist. So, nicht wundern. Ich habe jetzt aus Kostengründen teilweise erstmal diese, sag ich mal, Eigenmarke von Autodoc gekauft. Weil ich denke mal, jeder, der sich ein bisschen damit befasst, weiß, wie teuer das im Endeffekt wird. Und ja, auf jeden Fall 2 Bremsscheiben für den Synchro. Da wird irgendwann, wenn er TÜV hat und alles, später nochmal eine vernünftige Anlage draufkommen. Aber jetzt erstmal, um den ans Laufen zu kriegen, spare ich jetzt tatsächlich bei ein paar Sachen erstmal ein bisschen an Kosten ein, weil die Kosten mit Karosserie und Lack sind schon, werden schon hoch genug werden. Und ja, das war jetzt auch wieder eine Bestellung, die ja mehrere 100 € ausgemacht hat. Von daher muss man auch tatsächlich mal ein bisschen auf die Kosten achten. Ich gucke jetzt mal den zweiten Karton. So, das ist jetzt leider ein bisschen dunkel. Hier sind nochmal Bremsbeläge, das sind die gleichen. Also die Bremsbeläge sind kurioserweise dieselben wie beim 2WD. Genau, sind hier verschiedene Bremsschläuche. Das hier sind, ich glaube, das sind die Spurstangen, muss ich gleich mal gucken. Also auf jeden Fall hier verschiedene Bremsschläuche, Spurstangenköpfe, Handbremsseile rechts, links und ganz wichtig, damit sie nicht mehr runterfällt. So, einmal Heckklappendämpfer. Aber ich glaube doch, nee, das ist ja alles Bremse, was ich jetzt hier so sehe. Ja, das sind Bremsschläuche. Das heißt, die Spurstangenköpfe und andere Teile müssen doch in einem anderen Karton sein. Vielleicht hole ich ihn gleich doch noch hoch. Ja, jetzt wird noch das letzte Paket aufgemacht. Gestern war es leider ein bisschen dunkel. Da waren auf jeden Fall die ganzen Bremsschläuche drin, Bremsleitungen nicht. Die muss ich noch holen. Ja, und jetzt gucke ich mal rein, was in dem dritten Paket noch drin ist. So, dann gucken wir mal. Genau, Febi, das ist das Schwallblech. Dann haben wir hier einmal Gaszug. Genau, muss der Gaszug sein. Dann ist hier 2x 1 Liter Kühlerfrostschutz. Ich muss dazu sagen, dass ich noch 2 Kanister davon habe. Dementsprechend habe ich jetzt einen dritten Kanister und 2x 1 Liter bestellt. Ich liebe das immer, wenn ich dann so viel neues Verpackungsmaterial kriege, wenn ich mal wieder was verkaufen muss. So, das ist genau die Kurbelgehäuseentlüftung. Das müsste ein Spurstangenkopf sein. Jo. Das auch. Und hier ist nochmal sicherheitshalber eine Dichtung. Für die Kurbelgehäuseentlüftung drin, weil für mich jetzt nicht ganz raus hervorging, ob die dabei ist oder nicht.
Kann ich nachher in Ruhe nochmal nachgucken. Und da unten liegt noch einmal eine Ölpumpe drin. Hier habe ich jetzt von BGA die genommen. Also ich hatte da schon bei mehreren Autos Teile von BGA drin. Deswegen habe ich da jetzt gesagt, okay, nehmen wir mal die Ölpumpe von denen und gucken mal, wie die funktioniert. Ja, also mal wieder mehr oder weniger Teile heute hier in dem Video. Ein bisschen Arbeit, ein bisschen vorangekommen. Und ja, jetzt geht es natürlich darum, die nächsten Teilbestellungen langsam fertig zu machen, damit ich mal in nächster Zeit mit Motor, Getriebe, Fahrwerk, dass ich das schon mal angehen kann, wenn ich das alles raus habe, den Unterboden machen und ja, zumindest mit ein bisschen Glück den Bus schon so weit zu haben, dass er aus eigener Kraft dann zum Karosseriebauer fahren kann, zur Lackiererei fahren kann und wir dann den Innenausbau angehen können. Also das ist jetzt das Ziel in den nächsten Wochen, den Bus so weit hinzukriegen, dass Fahrwerk neu gelagert ist, dass Motorgetriebe überarbeitet sind, dass das alles fertig ist, der Unterboden fertig bearbeitet ist und es mit dem Ding einfach auf die Straße kann, damit er zum Karosseriebauer gehen kann. Genau, Schweller habe ich schon hier, mit den anderen Teilen muss ich gucken. Die Seitenwand habe ich mich jetzt entschieden, die kostet wenig mehr und ich kriege die Falze komplett gemacht, wenn ich die komplett tausche, bis so zur grob Unterkante vom Fenster. Das heißt, das wird auf jeden Fall noch bestellt in nächster Zeit. Genauso der Übergang vom Schweller nach innen zum Innenträger. Dann wird noch eine Blechtafel bestellt, dass wir einfach, wo wir nur so kleine Flicken anfertigen müssen, dass wir das aus der Platte rausschneiden, anpassen, verschweißen, verschleifen und weitermachen können. Und ich bin mal gespannt, wenn jetzt das Wetter langsam besser wird, wird es wahrscheinlich auch mal daran gehen, tatsächlich schon mal die Falze freizulegen und zu behandeln. Das wird dann mit Sicherheit auch in einem der nächsten Videos irgendwann mal thematisiert werden. Ja, ihr seht, es ist eine Unmenge an Material, was ich hereinkomme. Ich habe jetzt hier ein, zwei Taschen schon so voll stehen mit Kleinteilen. Mehrere Kartons, die hier stehen. Es ist wirklich viel Material, was sich ansammelt für so ein Busprojekt. Und ich hoffe jetzt einfach, dass es bald die letzten zwei, drei Bestellungen rausgehen und es dann wirklich losgehen kann mit endlich richtig am Bus arbeiten zu können. In dem Sinne, meine Lieben, bedanke ich mich jetzt erstmal für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und wenn euch das Thema T3 Synchro interessiert, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ich denke mal, in 14 Tagen wird das nächste Video dann kommen, wo vielleicht auch ein bisschen mehr tatsächlich wieder am Bus passiert. In dem Sinne, bis dahin, hier bei Mike MX5, auch wenn ich im Moment keinen MX5 habe.